So, damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. So gut, Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Ich habe große Pläne für diese Folge, aber auch wie immer für die nächsten Folgen, da ich ja immer nicht weiß, was ich jetzt alles so schaffe, etc., etc. Mal gucken, was wir heute so hinbekommen. So, also als erstes, und das versuche ich diese Folge hinzukriegen, ich habe ja gesagt, ich würde gerne jetzt für die Cutters erstmal ein Affenhaus machen. Das könnte sein, dass ich das noch verschiebe, denn ich habe gerade aktuell mehr Bock, mich um Tiger zu kümmern. Und so habe ich da nämlich einen coolen Plan, was ich gerne umsetzen würde. Und zwar würde ich gerne von hier ausgehend das hier noch erweitern, diese Erhöhung, würde das hier schön ausdekorieren. Ich habe da ein paar sehr, sehr coole große Brunnen etc. und Wasserflächen. Dass es wirklich ein großer Platz wird und dann hier irgendwo würde ich dann das Tigergehege machen. So, und das versuche ich irgendwie diese Folge hinzubekommen. Davor muss ich jetzt aber nochmal kurz gucken. Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne mal noch eben erledigen würde. Übrigens, guck mal das Geld, Leute. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus, ne? Wir hatten ja letzte Folge große Geldprobleme, hatten zwischenzeitlich sogar unter 100.000 wieder gehabt. Aber jetzt scheint das erstmal wieder halbwegs zu flutschen. Also wir machen sogar richtig gut Geld. Ich glaube, na gut, jetzt ist gerade noch nicht so gut die Bilanz, aber so schnell wie jetzt ging es trotzdem noch nie nach oben. Ne? Also das ist erstmal gut. So, gut, genau. Ich will jetzt mich erstmal schnell kümmern oder es probieren zumindest, dass wir hier mal endlich wieder ein grünes Gesicht haben. So, das heißt, wir müssen noch ein, zwei Toiletten bauen. Ich muss noch ein bisschen mich um Hunger kümmern, um Durst kümmern und das wäre auch super wichtig, ich muss mal da bei den ganzen Gebäuden hier, wo die ganzen Verkäufer arbeiten, Mitarbeitergebäude, also Pausenräume bauen, dass sie sich ausruhen können. Ja? Also hier wird wahrscheinlich sogar noch klar gehen, dann müssen die quasi hier hinlaufen. Das ist, denke ich, noch okay. In Klammern, ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier jetzt einen Pausenraum hinbauen soll. Weiß ich wirklich nicht, keine Ahnung, höchstens hier oben vielleicht irgendwie. Aber, nee, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. So, aber hier zum Beispiel, dieser Laden hier, könnte super Sinn machen, wenn da hier ein Pausenraum wäre. Ja? Genauso hier, ne? Dieser Laden könnte super Sinn machen, oder auch der Laden da unten hier, könnte super Sinn machen, wenn hier irgendwo ein Pausenraum ist. Also so ein Mitarbeiterpausenraum. So, und das würde ich jetzt mal ganz schnell erledigen eben, mal gucken. Und dann baue ich gleich noch ein paar mehr von den Teilen. Schnupp. Und schon können die sich hier auch ausruhen und müssen nicht übelst lange Wege laufen. Gerade hier der Verkäufer muss ja immer übelst weit laufen, wenn der irgendwo hinkommen will. So, hier oben braucht man genauso einen Pausenraum. Ne? Gerade auch für die Zoopfleger zum Beispiel. Also nicht die Tierpfleger, sondern die, die hier alles sauber machen müssen. Wäre das super nützlich, wenn die da nicht so weit laufen müssen dafür. So, nochmal hier, erstmal wieder das Gras wieder kurz. Wollt ihr noch einen Geldautomat haben? Die Schlange ist ganz schön lang irgendwie. Baue ich mal noch einen zweiten daneben. So, gehen die jetzt automatisch darüber oder? Ach, das ist eine ganze Gruppe oder was? Hey, da ist auch ein Geldautomat. Okay, sie wollen unbedingt den. Alles klar. So, gut, Leute. Hier würde ich auch noch einen Pausenraum reinbauen. Irgendwie in die Steine da rein. Moment. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie gehegemäßig Loch lasse oder so. Übrigens, das habe ich im Workshop gesehen bei jemandem. Das fand ich super cool. Eine Alternative, wenn man natürliche oder halbwegs natürliche Gehege haben will, anstatt solche Steine. Und zwar gibt es hier Baumstämme. Ich zeige es euch mal eben. Und so. Und so. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ne? Also lohnt sich echt immer mal im Workshop zu gucken, kann man sich auch einiges abschauen. Kann man beziehungsweise auch einiges lernen und so. Finde ich auf jeden Fall schöner als so eine Betonmauer, beziehungsweise jedes Mal so mit diesen Steinen zu arbeiten. Ne? Auch wenn die Steine cool sind. So gut, wollte ich nochmal ganz kurz zeigen. Ne? Mitarbeitergebäude, also Pausenraum. Hier wollen wir einen reinbauen. Ich muss jetzt nur gucken. Den Baum müssen wir mal wegmachen hier. So, das könnte sogar schon ausreichen, dass das weit genug weg ist. Gib mir noch einen Weg lang. Das würde mich mega freuen. So. Mal gucken, ob ich jetzt hier das wieder verbunden bekomme. Oh ja, das geht. Nice. Okay, da freue ich mich drüber. Jetzt machen wir mal wieder hier an. Oh, so hier. Kann ich erstmal leben. So gut, jetzt haben wir hier auch Mitarbeitergebäude. Ich mache mal eben hier die Wiese noch weg. Übrigens, das habe ich jetzt irgendwo auch gelesen. Das Problem ist ja hier, ich bin ja immer viel auch dabei, die hier so überall Steine zu platzieren und so. Und das größte Problem ist einfach, dass man keine Textur hat, die so aussieht wie von diesen Steinen.
So, das wird aber genauso anscheinend sein dann wie bei Planet Coaster. Bei Planet Coaster war es ja so, dass man am Anfang Texturen sich aussuchen konnte, welche man haben möchte, ne, für sein Biom. Und bei Planet Zoo wird es wahrscheinlich dann so sein, wenn man zum Beispiel gemäßigtes Klima dann später in der Vollversion dann startet, dass man dann auch andere Texturen hat. Also die Felsen sehen nicht so savannenmäßig aus zum Beispiel, sondern halt dann eher, weiß ich nicht, wie es halt mit gemäßigten ist. So ein bisschen mehr grau oder so, keine Ahnung. So. Okay, Moment, ich mach mal hier noch den Efeu eben weg und hier können wir mal noch einen Stein drauf kloppen. So, das ist jetzt die Steinpausenhöhle oder so, keine Ahnung. Alles klar. Okay, enthält ein totes Tier. Oh nein, der Grizzly ist gestorben. Beziehungsweise, okay, weil dann können wir jetzt noch einen Versuch starten, Grizzlybären-Babys zu machen, indem ich jetzt einfach zwei Junge wieder ranhole. Ich kaufe mal eben zwei junge Grizzlybären. Okay, dann nehme ich erstmal den hier. Der ist zwar super klein, aber der hat Fruchtbarkeitsgen 83%. Das sind die neuen Grizzlybären. So, wir können jetzt ja mal... Einer liegt so... Ah nein, das ist... okay. Partner vergleichen. Genau, das habe ich gesucht. So. 40% nur. Ei. Das ist wirklich nicht sonderlich hoch. Und wir haben 30% Fruchtbarkeitsbonus durch Forschung. Okay, alles klar. 40% ist jetzt, ich weiß auch nicht, wie oft die das probieren und so. Aber 40% ist wirklich nicht sehr hoch. Lass mal bei den Schneeleoparden eben gucken, das würde mich mal interessieren. Ja, das ist, das sind die Bären, also die Braunbären. Die haben das ja auch gepatcht gerade wieder. Die, ich glaube, Löwen zum Beispiel kriegen jetzt keine zwei, sondern nur noch ein Baby. 5% nur? Ei, warum das denn? Durchschnittlich fruchtbar. Ah, wir haben das auch noch nicht weit erforscht. Da brauche ich mich ja nicht wundern, Leute. Da brauche ich mich ja nicht wundern. Okay, alles klar. Es ist auch anscheinend einfach deutlich schwieriger, dass sie sich fortpflanzen. Dann sollten wir da die Forschung mal weiter vorantreiben. Das haben die übrigens jetzt auch gepatcht. Die Forschung läuft jetzt konstant immer durch, das, was man ausgewählt hat, was sehr angenehm ist. Hier haben wir jetzt einen Pausenraum, das ist schon mal gut. Hier oben haben wir jetzt auch einen. Hier haben wir auch einen. Hier wäre noch ganz geil. Die müssen immer erst hier runterlaufen und hier rum, die Verkäufer. Das ist auch nicht so cool. Ich überlege gerade, ob wir den Pausenraum hier einbinden können. Ich probiere das mal eben. Damit kann ich erstmal leben. Haben wir Strom? Sieht gut aus. Okay, alles klar. So, jetzt können die Verkäufer, die hier arbeiten, hier direkt sich ausruhen und dann meinetwegen wieder hochgehen, wenn sie wollen. So, gut, Leute. Das ist auch erstmal nice. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo einen Pausenraum wollen. Hier habe ich schon einen rangesetzt. Jetzt habe ich Off-Take gemacht. Also irgendwie sind das deutlich mehr Tiere. Und ich habe schon übel Ziele ins Handelszentrum gepackt. Ich muss hier, glaube ich, gleich mal die Zucht stoppen, was Zebras und Strauße angeht. Die Springböcke können gerne weitermachen. Da will ich aber nochmal ganz kurz gucken. Bis zu 90, das habe ich mir gemerkt. 90 Männchen, das ist ja super angenehm. Da können es also auch 90 Männchen sein und sind trotzdem entspannt. Cool, guck mal hier, wie wir alle gemeinsam da raus essen haben. Nice. So, ja, Leute, ich stoppe jetzt mal die Straußenzucht hier. Das ist zu heftig. Wir haben schon übelst viele mittlerweile. Hauptsache, ich habe hier Straußen mit 67, 100, 100, 100. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Oh, Mann, ey. Ich habe voll die krasse Straußenzucht, Leute. Was geht ab? Okay, Leute, ich baue mal hier als Platzhalter einen hin und den werde ich dann aber unterirdisch gleich platzieren. Ich mache den mal so, dass der möglichst effektiv ist. Ungefähr hier wollen wir... Ja, nee, wir wollen den schon hier haben.
Also machen wir mal hier ungefähr. So hier. Ich höre den Generator. Der müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Ich glaube, das ist eh das Sinnvollste, ey, dass man dann so ein unterirdisches Netz macht. Wahrscheinlich dann auch Mitarbeiter. Naja, wobei Mitarbeitergebäude kann man auch schön einbinden. Da ist der Radius nicht allzu groß. Der negative Einfluss, wisst ihr? Aber die Generatoren und so macht schon Sinn, die sehr tief unter der Erde zu verbuddeln. So, gut. So. Bam. Okay, alles klar. Wasseraufbereitung machen wir, wenn wir es brauchen. Würde ich vorschlagen. So, gut. Das hätten wir. Wir haben grünes Gesicht. Yay. Da freue ich mich. Ich würde mal noch ein, zwei Toiletten platzieren. Das wird da auch nochmal bestimmt ein bisschen was bringen. So, den können wir wegmachen. Jetzt gucken wir nochmal. Jo, wunderbar. Ist in Ordnung, wie wir den platziert haben. Und später können wir dann auch noch eine Wasseraufbereitung daneben knallen, wenn wir wollen. Ja, dieses Gebäude würde wunderbar in das passen, was ich thematisch jetzt hier machen will. Nice. Das werde ich dann gleich benutzen, Leute. Also ich fange jetzt gleich an mit zumindest im Vorbau zum Tigergehege. Ich habe wirklich coole Ideen da. Mal gucken, wie ich das dann umgesetzt bekomme. Jidum. Super Toilette, ey. Das ist wirklich mal eine sehr atmosphärische Toilette, Leute. Ach krass, die haben da Lautsprecher eingebaut, ne? Also der es erstellt hat. Ja, mit Lautsprecher muss man auch mal nochmal arbeiten. Das geht ja auch, ne? Es gibt ja auch Überwachungskameras, und klar. Ja, ich freue mich gerade, dass wir jetzt ein grünes Gesicht haben. Das ist super. Aber ich hätte gerne Durst, Hunger, auch gerne mal grün, ne? Das kommt schon rein. Tiger sind teuer. So teuer. Tiger sind richtig teuer, Alter. Okay, krass. Alles klar. Gut, dann werden wir mit den Tigern arbeiten, die wir erstmal haben. Das sind ja auch ganz okay. Ganz okay sind sie. So, 600.000. So viel hatten wir noch nie. So viel hatten wir wirklich noch nie. So, die neuen Wölfe sind auch da. Also wie gesagt, erstmal ein Weibchen, ein Männchen. Ne? Und das Weibchen ist auch schon sehr, sehr alt. Aber vielleicht machen sie ja noch ein Baby. Vielleicht steht die Wölfin ja auf jüngere Kerle. Ne, der ist halt noch 5 Jahre alt. Mal schauen mal. So, gut Leute, ich fange jetzt an hier. Ne? Ich werde diesen Bereich hier sehr, sehr ummodeln und umändern. Okay. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt, nice. Ich glaube, das sind die riesengroßen Brunnen oder Becken, keine Ahnung, aus dem Szenario. Glaube ich. Das, der Typ, der das im Workshop gestellt hat, hat irgendwas davon geschrieben. Richtig nice. Das sieht gut aus, oder? Also mir gefällt das. So, ich werde mal hier noch ein bisschen weiter dekorieren. Mal gucken, ob ich das heute noch mit dem Tigergehege schaffe, so. Aber ich will jetzt halt erstmal den Weg dahin schön machen. Das war halt wirklich ein richtig großer, edler Platz werden, der Weg zum den Tigern. Wisst ihr? Das ist ein bisschen die Idee dahinter.
sah so schön aus, das Gebäude davor. Jetzt ist es total kitschig. Ich denke aber, dass das ganz gut passt, kitschig. So gut, Leute, alles klar. Das hat jetzt doch wieder länger gedauert als erwartet. Ich hatte zwar versprochen, wir werden heute noch Tigergehege bauen, aber ich pack das jetzt heute nicht mehr. So, dann würde ich an dieser Stelle jetzt hier erstmal abschließen. Mit dem Versprechen, dass wir nächste Folge dann hier irgendwo hier, dann ein Tigergehege bauen. Das ist jetzt der Vorhof. ganz kurz als Idee, hier sollen dann überall noch wirklich richtig dichter Dschungel hin. Auf die Seite wahrscheinlich auch. Und hier soll das wirklich richtig schön, ordentlich, gartenmäßig dekoriert sein. So, wisst ihr? Das war so die Idee. Ich kann mal eben nochmal Play machen hier. Guck mal, wie das aussieht. Bewegtbild. Ist schon ganz cool, oder? Ah, oh Mann, hier ist wieder so Wiese. Ich glaub's ja nicht. So, machen wir mal kurz hier überall. So. Guck mal hier sind Dodos. Finde ich gut. Ist halt schade, dass es keine edleren und etwas nicht ganz so übertriebenen Tigerstatuen gibt. Für Löwen gibt es super viel, für Tigerleiter bisher nicht. Aber ja, gut, vielleicht kann man das noch freischalten oder es kommt dann in der Vollversion. Mal gucken. So gut, Leute, da würde ich mich an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden für diese Folge. Ich hoffe trotzdem, auch wenn ich das mit dem Tigergehege jetzt nicht geschafft habe, dass es Spaß gemacht hat, zuzugucken. Und wenn dem so sein sollte, würde ich mich sehr, sehr, sehr doll über einen Daumen freuen. Das hilft wirklich immer weiter. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns in nächster Folge wiedersehen. Und dann, hoffentlich, können wir endlich Tiger platzieren. Mal gucken. Also, bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi! Ah, ganz schön übertrieben, ey.